Was machst du denn mit den ganzen Leichen? Du musst ja auch von der Steuer absetzen. Ich war auch jetzt 3 Jahre nicht krank oder so. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, aber ja, einfach, dann ist es besser. Okay. Also das war auch so die letzten 10 Jahre immer Diskussion, ne, von diverse Ärzte, die das und das sagen. Und dadurch, dass ich jetzt aktiv das gemacht habe, nicht Nase zu putzen, kann ich eigentlich sagen, dass es sehr viel besser ist. Oh Mann. So. Ja, ich hasse halt, das hochzuziehen und... Ja, ich weiß. Aber gewöhnt man sich dran. Na super. Willst du vielleicht nicht in einer großen Runde machen? So, so aber... Entschuldigt mich, dann gehe ich ins Bad und ziehe kurz hoch und komme wieder raus. Im Endeffekt... Nach Knicke. Ist es jetzt auch nicht viel anders als die Spucke, die du eh im Mund hast, so. Wenn du es so betrachtest. Naja, es ist anders, aber weißt du, also gut, wenn man erkältet ist, ist es auf jeden Fall bakteriell. Aber wenn es bei mir wie Allergien ist, ist es halt nicht anders. Es ist halt dann ein bisschen schleimiger. Bei mir die Nase ständig läuft, so egal was ich tue, beim Spülen und so, beim Aufwasch machen. Vielleicht ist es halt, weil du viel Nase putzt. Kann sein. Na, super. Kann sein. Wie gesagt, das wird dann alles wund und dann hast du das hier gelagert und dann läuft es natürlich mehr so, weil das dann nicht hier mal leer ist. So, weil das immer irgendwie... Also nachgefüllt quasi. Wenn du ein neues reinziehst, dann läuft das alte raus oder bleibt dann altes ewig drin hängen. Ja, weil diese... Also bei mir sind jetzt, wie gesagt, die Kanäle erweitert, aber die sind sehr schmal normalerweise. Ja. So. Und wenn du dann pustest, dann kommt das quasi von weiter hinten dahin, fließt aber dabei in die Kanäle und raus. Und da sammelt sich's halt eher. Also ich habe auch jetzt so zum Beispiel, wenn ich bade und untertauche, so hier, dass es hier so mal reinfließt. Und dann merkst du es halt richtig. Wenn ich dann so mache, kommt halt Badewasser wieder raus. Ach krass. Ja. Genau. Schöner. Also ich würde es ja fast gerne mit reinschneiden. Lass rein drin, mir ist es egal. Die große Polypenausgabe. Ja, auf jeden Fall. Hallo, Leute. Ja, muss ich mir überlegen. Guck mal, wie es mit der Zeit ist. Guten Morgen, wir haben Samstagmorgen, also echt morgen, es ist jetzt irgendwie 10:45. Ja, ist für viele Leute schon Mittag, aber wir sind halt asoziale Leute und wir haben die Bude voll, also ich, Tino ist Teil des Budevollseins und da draußen schlafen noch ein paar Leute, deswegen sitzen wir jetzt hier bei mir in meinem kleinen Zimmerchen auf dem Bett. Ja. Hochprofessionell. Für Folge 134 oder was wir sind, kann man das mal machen. Ich hab's gar nicht gezählt. Ja. Ja, aber so Zwiebelmarkt, Wochenende und gestern lange unterwegs gewesen, heute trotzdem eisern aufgestanden. Ja. Also ich um 9 bin aufgestanden, mich nachher frisch zu machen und so. Und du bist halt auf jeden Fall wirklich heute besser dabei als ich. Dankeschön. Du bist sonst immer so, ich bin ganz müde um die Uhrzeit. Aber ich bin auch immer noch voll müde und ich fühle mich auch ein bisschen polypig durch meine Nase, weil die echt ständig zu ist und die Nase läuft ohne Ende. Aber ich bin gut drauf. Das freut mich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das reinschneide. Gucken wir mal. Aber wir haben gerade 10 Minuten sehr ausführlich darüber geredet, was so in der Nase abgehen kann. Ich kann ja auch so einsteigen, weißt du, dass die nicht alles mitbekommen, dass es so ein bisschen mysteriös bleibt. Ja. Genau. So machen wir das. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Tinko und Minko. Ach nee, das sind andere Leute. Aber so ähnlich. Ja. Tinko und Rinko. Batman und Robin. Mhm. Und wir sitzen halt jetzt hier auf dem Bett. Ich hoffe, das geht mit dem Rücken über die Stunde. Das ist mal was anderes, dass man einfach mal sich bewusst machen asiatisch muss, wie man sich hält. Also ich mache meinen Rücken jetzt gerade. Mhm. Im Schneidersitz auf dem Bett, es ist wundervoll. Jules freut sich gerade sehr. Und ich muss sagen, ich habe dieses Gefühl jetzt hier richtig ins Herz geschlossen, dass ich hier so eine... Also es fühlt sich an wie im Dritten Reich. Ja, im Dritten Reich, wenn man die Juden aufnimmt. Nee, aber es ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass man hier so überall liegt halt jemand, weißt du? Ja. Und es kommen ja noch 2. Also es ist ja immer noch Corona-konform. Ja, sicher. Wir sind natürlich alle 5G geimpft. Sind wir. Ja, mindestens. Ja. Und das ist irgendwie echt schön. Ich hatte letztens ein Seminar, wo der Arzt gesagt hat, 3G heißt für ihn genesen, geimpft, gestorben. Die 3 Varianten gibt es für ihn. Okay, getestet ist nicht. Testen können sich ja alle. Die einen sind genesen, eine geimpft, die anderen sind gestorben. Mhm. Das ist seine Ansicht. Okay. Das fand ich ganz spannend, weil das stimmt. Weil die einen, die es bekommen, die genesen sich irgendwann oder sterben daran oder sind halt geimpft und bekommen das gar nicht erst so richtig. Ja,
Und was war das denn? Hausarzt? Nee, es war so ein Der hat zu dir gesagt, sie sind für mich gestorben und du hast es wieder falsch interpretiert. Das war ein Seminar zum Thema Hepatitis, Ah. über die Arbeit quasi. Ich Okay. bin jetzt ein Hepatitis-Experte. Also sollte ich sein. Was ist denn der Unterschied zwischen A und B? A und B, also eins ist so Blut zu Blut und das andere ist eher so, was hast mich so aus der Kalten raus. Oh, Das war immer so eine Sache, die ich nicht verstanden habe. ja, eine war Blut zu Blutübertragung vor allem und die andere eher so Schleimhäute. Und es waren spannende Sachen dabei irgendwie. Nur ein Fact dazu: Hepatitis G zum Beispiel. Ach, das geht das ganze Alphabet durch, oder Bis was? G, glaube ich, geht das. Das ist ja Wahnsinn. Und eins haben sie gestrichen, ich glaube. Eins haben sie gestrichen und G ist wohl, haben sie gemerkt, wenn ein HIV-Positiver Hepatitis G hat, vermehrt sich der Virus nicht, der HI-Virus. Jetzt versuchen sie quasi, dass sie aus diesem Hepatitis G einen Impfstoff entwickeln, um HIV aufzuhalten. Das ist ja großartig. Vielleicht geht das auch so, wenn du Tripper hast, kriegst kein Corona oder so. Zum Und dann Beispiel, ja. einmal alle quer durchbumsen und dann. Das ist wohl recht selten so, aber das Problem ist, dass Hepatitis G nach 2 Wochen ausheilt und sie brauchen halt eine frische Hepatitis G. Und die haben sie noch nicht gefunden, immer nur ausgeheilte Hepatitis G-Viren. Das macht es ganz schwierig für die. Und die müssten halt eine Person finden, die frisch Hepatitis G hat und müssen sie immer wieder anstecken, um halt das Blut rauszusaugen aus dem. Und das ist gar nicht so einfach, Das ist ja weil die keinen crazy. finden, der das hat, frisch. Also es ist völlig weird und es war voll spannend. Hätte ich nicht gedacht vorher. Also es hieß Hepatitis Veranstaltung so 6 Stunden, dachte ich, Sechs aber es war Stunden. geil, doch, doch, war echt nice. Sehr nice. Was auch nice ist, nee, was nicht nice ist. Ja, ich habe auch hier, also ich habe gerade die Überleitung des Todes gehabt, aber mach, Oh, nee. sorry, mach du gerne. Nee. Jetzt du, ich fand deine noch besser. Also, was nicht nice ist für Anke Engelke, sind vegane Produkte. Okay, ist Die, das. die, die, der große Comedian und die Schauspielerin Anke Engelke ist selber Veganerin, aber findet diese Ersatzprodukte aus Soja furchtbar und sagt, dass es suggeriert, dass der Mensch ja Fleisch nötig hat, weißt du? Dass Das man ist doch Fleisch braucht. na gut. Ich verstehe es ein bisschen, was sie meint, aber es kann sie auch gerne so führen. Sie kann gerne nur Hülsenfrüchte essen und Gemüse und so weiter, was ja auch viel zahlreich ist, ja, keine Frage. Aber mir hat es geholfen, damals Vegetarier und Veganer zu werden. Ja, wollte ich gerade sagen. Also der Ansatz ist doch, hey, ihr müsst nicht verzichten. Genau. Geschmacklich Ja. und nicht inhaltlich. Inhaltlich schon, weil man hat ja eine andere Sachen drin. Naja, aber der Ansatz ist hier, ihr müsst, also wenn ihr dazu wechselt, habt ihr das und müsst dann nicht auf den Geschmack Ach verzichten. genau, richtig, Es ist ja ja. nicht die Ambition, Fleisch nachzumachen, sondern den Geschmack von Fleisch. Genau. Dann immer so diese Argumente auch, hat sie gesagt, irgendwie, ah nee, ich will es jetzt nicht zitieren, weil ich es mir nur ganz kurz durchgelesen habe, aber jedenfalls dachte ich mir, ich verstehe ihren Ansatz, aber ihr fehlt dann so ein bisschen die Weitsicht irgendwie, weil es ja auch etwas ist, was man nicht jeden Tag essen sollte. Also ich mag Produkte so aus Tofu, Soja und so weiter, irgendwelche Burger, Würste, aber ich esse sie auch nicht jeden Tag. Ja. Sondern der esse ich mal, wenn irgendwer grillt oder brät, dann bringe ich halt eine vegane Bratwurst mit. Ja, man könnte meinen, ihr fehlt die Weitsicht der Anke Engstirnig. Stimmt. Ja. Gott, oh Gott. Ja, aber also das ist für dich die News der Woche Nee, gewesen aber so jetzt, ein ja. kleiner Einstieg, so Ach ein ganz so. einfacher, wenn wir schon von Nasenrotze und Sekreten sprechen, finde ich vegane Produkte, weil für viele ja auch vegane Produkte Abfall sind. Ja, die da meinen, oh, da ist so viel Stimmt. Chemie drin und uiuiui. Dieses Stimmt. Soja, Alter, diese Scheiße. Zum Teil ist da in manchen Produkten viel Zeug drin, aber in Fleisch halt noch mehr. Antibiotika und so ein Kack. Und in Würsten sind ja auch Fäkalien nachgewiesen worden von irgendwelchen Tieren. Also ich glaube, man geht es einen besseren Deal ein, wenn man kein Fleisch isst, trotzdem. Und es nicht jeden Tag isst. Ich habe öfter gelesen oder gehört, dass in Amerika die Teenager so ein bisschen massiger sind, weil die ganze Zeit diesen Schulfraß fressen, wo dann auch die ganzen Tiere sonst was für Steroide bekommen, um schneller zu wachsen und so. Weiß nicht, ob das jetzt hier Halbwissen oder Urban Legend ist, aber kann ich mir schon gut vorstellen. Es gibt so Effekte, dass man Angst hat oder dass man befürchten muss, dass man durch Fleischkonsum antibiotikaresistent wird. Weil Ja. das ja noch drin bleibt. So, und die kriegen das ja auch als Prävention, die Tiere dort. Nicht nur, wenn sie krank sind oder Krankheiten ausgebrochen sind, sie bekommen sie einfach immer, damit halt erst keine Krankheiten entstehen. Und so können Resistenten auch entstehen. Und wir essen das dann alles auf und das ist halt nicht so gut. Und auch lustig in den USA, Lieber die Reichen aufessen. lieber die Reichen Ja. aufessen, da haben wir erst drüber gesprochen, Ja. was man mit Reichen tun sollte. Und uns Fun Fact war noch, dass ein Staat hat
Tomatensoße als Gemüse eingestuft oder Pizza als Gemüse eingestuft, damit sie Pizza in den Kantinen anbieten können, an Schulkantinen. Stark. Also ich würde mich nicht beschweren, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt, was der angehende Mensch in sich reinstopfen soll den ganzen Tag. Auch in Krankenhäusern, ja, gerade da, wo du gesund werden musst, ist das Essen so schlecht. Ich lag noch nie im Krankenhaus zum Glück, ich war immer nur stationär da oder so oder als Angestellter. Aber das Essen dort, ich weiß nicht, man drückt es runter als Praktikant, wenn man nur ein halbes Jahr da ist. Aber wenn du irgendwie eine Krankheit hast, dann hast du Ach, das irgendwelche. Personal ist das gleiche, ja. Meistens. Ich Also, dachte, ihr seid da so gehoben. naja, also ich war mal in einer Kleinstadt hier im Landkreis und da haben wir das Gleiche bekommen wie die Patienten auch. Aber hier in Weimar war es, glaube ich, auch ein bisschen anders. Also da hat das Personal ein bisschen anderes Essen, aber nicht großartig anders. Und ich muss sagen, wenn du da krank bist und du willst dich irgendwie erholen, dann machst du dann nicht irgendwie mehr Gemüse und mehr ausgewogen. Aber es war alles so pappig und so eklig und ohne Geschmack. Keine Ahnung. Die ganzen Kranken, die schmecken ja eh nichts. Da denken die sich, hier schmeißen wir die Reste zusammen Auf der und gut. Corona-Station zumindest, die haben eh Ja. keinen Geschmack. So. Das ist wie bei City Pizza, die Pizza alle, von jedem ein bisschen. Gibt's die? Die gibt's ja. Das ist alles Das ist drauf. dann so alles, was zur Seite runterfällt, das wird dann in einem Eimer gesammelt und. Nee, wird. Scheiße, ich darf uns nicht die Produktplatzierung bei City Pizza Es hier gibt noch versauen. Munzur und Dominos und Es gibt so. ganz viele andere auch noch. Ich bestelle ja gerne bei City Pizza, die sind nämlich billig. Und Und das lecker mache ich leider, auch ja. unbezahlt, das zu sagen. Ich muss auch sagen, ich lebe jetzt zum großen Teil vegan, ja, zum 99%. Aber so mal im Monat, dann esse ich auch mal eine richtige Pizza, so mit richtig Käse. Ja. Und City Pizza ist ja schon meine zweite Wahl mindestens. Also die sind schon. Ja. Weil die so billig schmecken auch. So ganz dünn und fettig und so. Und da stehe ich voll drauf. Es ist übelst geil. Okay, also, jetzt haben wir hier einen richtig saftigen Einstieg gehabt, ja. Ja. Aber die Themen der Woche haben wir überhaupt nicht, ja. Da gibt es nämlich richtige Banger, mindestens zweieinhalb ganz wichtige Themen. Eins war ja riesig. Eins war das Allerriesigste und wahrscheinlich für dich noch mehr, Tino. Was hast du gemacht, als 8 Stunden lang Facebook down war? Ich habe es lange nicht gemerkt. So, Okay. was haben wir denn da gemacht? Irgendwie waren wir gerade zu Hause so und haben irgendeine Serie geschaut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Serie, aber haben eine neue angefangen. Und ich überlege gerade, was für eine das war. Und irgendwann wollten wir Pause machen, so, und ich wollte kurz ins Bad und schaue so auf mein Telefon und Da irgendwie. geht nichts. Nee, erstmal nur so, okay, noch gleich Meldung wie vor 3 Stunden, okay, weggepackt, so. War wieder im Wohnzimmer, weitergeguckt, haben eine Pause gemacht, mach an, gleiche Meldung immer noch bei Facebook. Ich dachte, und keine Benachrichtigung. Ich dachte, bin ich so unwichtig geworden? Was ist da los? Das kann nicht sein. Und dann erst nach so 4 Stunden ungefähr habe ich dann gemerkt, irgendwas klappt da nicht. Ich bin zu Instagram gegangen und wollte irgendwem eine Nachricht schreiben. Ich glaube, meiner Mutter oder so. Und Auf WhatsApp, Instagram. Okay. auf WhatsApp erstmal. Ja. Nachrichten gingen nicht raus. Ich dachte, oh, toll, Instagram, ah, geht nichts. Facebook Messenger mit meiner Mutter angeschrieben, fuck, geht nichts raus. So, da habe ich es erst gemerkt, dachte, oh shit, was machst du denn da jetzt? Und da hat man schon gemerkt, an meinem Telefon konnte ich nichts machen. Twitter war mir zu Einfach langweilig. Ja, bei wegschmeißen. Twitter, so, da bin ich halt kaum drin. So, ich habe dann was gepostet, so Hallo geschrieben bei Twitter aus Spaß, aber ich hatte nichts zum Daddeln. So, das war einfach so, Tinder, okay. Kann ich eh nicht mehr liken, wegtun. Und Telegram ging noch, aber wir hatten Telegram, haben wir die wenigsten. Immer noch. Nur die Besten, Ja, aber die sterben jung. wenigsten. Aha, Tino, Ja, die Ärzte, Ärzte, Zitiert, genau. Onkels. Ja, es ist früher Morgen. Ich habe gestern eine coole, tolle Idee gehört auf dem Zivilmarkt von einem Freund von uns beiden. Und zwar, er möchte ein Konzert veranstalten mit einer Coverband. Und er sagt, wir spielen jetzt, wir können die Böse Onkels spielen, aber auch die Ärzte. Nee, Abwechselnd. wir haben einen Böse Onkels Song, aber auch einen Feine Sahne Fischfilet Song. Die Feine Sahne hören wollen, gehen auf die linke Seite. Die Onkels hören wollen, gehen auf die rechte Seite. Und dann sollen sie sich verprügeln. Und wer gewinnt, das spielen die dann. Okay, Und das fand ich doch. ganz interessant. Ist gut. Die Idee. Auch wenn die Aussage schon wieder vielleicht ein bisschen. Ja, die gehen auf die linke Seite und die auf die rechte Seite. Ist ja vielleicht schon wieder ein bisschen, aber ist egal. Auf jeden Fall für die Leute, die das gar nicht mitbekommen haben oder das vielleicht nicht wissen, dass Facebook dieses Ja, Konglomerat stimmt. quasi aus Instagram, WhatsApp und Facebook darstellt gerade. Das haben die auch gerade nochmal geändert. Wenn du, ich glaube, es war bei Instagram, wenn du da drauf drückst, dann öffnet sich das und dann steht da unten from Facebook. Genau. Aber das ist jetzt seit neuestem grün, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Echt? Vielleicht war es auch bei WhatsApp. Ich geh mal drauf. Okay, jetzt war es ja Nee, natürlich gar guck, nicht. orange.
Okay. Dann war es vielleicht doch bei WhatsApp. Auf jeden Fall. Ja, waren die 8 Stunden lang down? Ich weiß gar nicht. Die hatten irgendwie Serverprobleme oder sowas. Und die Welt, die hat den Atem angehalten. Voll. Uff. Da ging gar nichts mehr. Hast du auch gemerkt, so dass du voll drauf angewiesen bist, wenn du jemanden kontaktieren willst oder irgendwas recherchieren willst, Ja. geht man ja schnell zu Instagram oder Facebook auch. Also ich gehe ganz gern bei Facebook auf Tagesschau zum Beispiel oder auf irgendwelche oder Welt oder so oder Spiegel und es ging dann einfach nicht mehr. Und da gab es auch schon auf Telegram verschiedene Verschwörungstheorien, haben dann die Runde gemacht von Hildmann und so weiter und Schiffmann, Ja, dass es klar. nur der Anfang wäre und jetzt geht bald noch Telegram kaputt und dann wird überall Strom ausfallen, Internet wird ausfallen und so weiter. Das ist nur der Anfang, bereitet euch vor. Nach 8 Stunden war gar nichts, dann ging alles wieder, kein Untergang, aber war ja ein Versuch wert. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Ein Konfigurationsfehler soll schuld gewesen sein. Das kann ja auch alles bedeuten. Da hat jemand nicht auf Vollbild gestellt oder so. Wahrscheinlich. Aber glauben denn diese Verschwörungstheoretiker tatsächlich, dass sie so oft einfach Quatsch schreiben, bis es irgendwann mal stimmt, sie dann sagen können, ha, ich hab's doch gesagt. Ja, und dann werden sie übelst gefeiert. Wahrscheinlich, Oh, er hat ja. es vorausgesehen. Das ist doch dieselbe Scheiße wie irgendwelche. Ja, im TV solche Leute, die Karten legen oder die auch Horoskope und so ein Scheiß. Wenn das dann einmal zutrifft, ne? Ja, Uff. da gibt es auch ganz spannende Fails davon, dass sie da irgendwelche Voraussagen machen und dann stimmen die überhaupt nicht. Ja. Das Nein, wir ist sind ja solch ein nicht tot. ganz. Wir sollten ja sterben. Letzter September Stimmt. war irgendwie, also Ende September sollen alle Geimpften sterben. Ist nicht. Dr. C oder so heißt der, der nicht mal richtiger Arzt ist, der hat behauptet, dass alle sterben werden im September. Ist nicht passiert. Ich weiß nicht, ob wir falsch geimpft worden sind, Ja, ob das auch ein Facebook-Fail war. ich habe schon auf die Erlösung des Todes gewartet, ne? Und dann Enttäuschung. Vielleicht war ja auch der Plan, einfach uns abzuschalten, also sie haben Facebook abgeschalten aus Versehen. Es gab so zwei Knöpfe, Ach so, zwei in ja. blau. Geimpfte tot, Facebook tot. Hand drauf gedrückt, alle schon gelacht. Ha, 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 ha. Oh nein, sie leben alle noch, verdrückt. Ah. Da Ja. war es mal eine Sperre von 8 Stunden. Der Bill Gates, ey. Der kleine Troll. Zuckerberg und Bill Gates und Merkel waren da in einem Raum. Haben sich die Hände gerieben, Ja, ja. dumm gelaufen. Ja, auf jeden Fall war das überhaupt nicht relevant für mich, aber Du bist du hast es immerhin schon gemerkt. Instagram-Nutzer, komm. Ich bin das auf jeden Fall, Ja. ja. Ich wollte auch eine Nachricht schreiben und habe dann gesehen, es geht nicht. Ich weiß nicht wem, aber über Instagram. Und dann habe ich gesehen, ja gut, ist down. Und dann dachte ich, okay. Ja, und ich habe auch von Leuten gelesen, die geschrieben haben, irgendwie hat ihnen das die Augen geöffnet, so diese 8 Stunden, dass sie es einfach gar nicht brauchen. Und Das ich denke kenne ich, einen, ohne ja. Spaß, der seitdem sein Facebook-Account gelöscht hat, der geschrieben hat, irgendwie, jetzt bin ich raus, es waren die schönsten 8 Stunden meines Lebens, ich bin raus hier aus Facebook. Einen. Die schlimmsten 8 Stunden meines Lebens. Okay. Nee, nicht die schlimmsten, aber er hat dazu gemerkt, so, dass, nee, die schönsten, Ach, die hat er, glaube ich, gesagt, die schönsten. schönsten. Okay. Und meinte irgendwie, ja, ich bin da nochmal rausgegangen so und habe gemeint, wenn es eh nicht geht, kann ich mich mit anderen Dingen beschäftigen, habe es gelesen. Kein Spaß und er ist aus Österreich, also kein Bekannter bei einem Musiker und meinte jetzt, dass er kein Facebook mehr hat und ist gelöscht tatsächlich. Hat noch, immer noch Instagram tatsächlich, aber Facebook ist er jetzt raus. Wenn es auch nur, wenn diese 8 Stunden weltweites Facebook-Chaos dafür gesorgt hat, dass eine Person weniger angemeldet ist, Ja. war es doch ein Sieg für die Heißt ganze Welt. dein Freund da zufällig Sebastian Kurz? Nee, leider nicht. Der ist auch vielleicht aus Facebook raus, weil der ja gerade total unter Beobachtung steht und Razzien bei ihm sind und Untersuchungen im Bundeskanzleramt und in dem Gebäude seiner Partei, wie heißt der, ÖPN? ÖVP? ÖPNV, genau. Irgend sowas. Die ÖPNV-Partei. Kann sein. Und da geht einiges in Österreich auf jeden Fall. Der Herr Sebastian Kurz, der will da so Dinge aufbauen. Ja, es ging auch ein Bild rum, aber ich kann nicht verifizieren, ob es stimmt, auf dem er zitiert wird, jemand, der kriminell ist oder ihm das vorgeworfen wird, kann kein Land regieren, was er noch in Richtung von HC Strache gesagt hat. Er aber jetzt selber ins Kreuzfeuer quasi gestellt worden ist. Aber ich weiß nicht genau, warum und was da jetzt los war, weil Österreich mich nicht interessiert. Seit dem Falco Ja, tot ist, bin ich da eh, dass ich mir denke, ach komm, da geht nichts jetzt nichts mehr. mehr, nee, das war's. Ja. Mozart tot, Falco tot, Hitler tot, naja, was willst du denn da noch? Na, wenn dich Österreich so sehr wenig interessiert. Außer es gibt Menschen, die da wohnen, die ich mag, aber die können ja auch hierher kommen zu uns. Okay. Kommt, hast ja gerade hier die ganze die nächste Flüchtlingswelle. Ja, jetzt kommen die ganzen Österreicher und greifen unsere Frauen an und Die dann ist sind nur weiß, die dürfen eine das. Armlänge. Ach so, Die stimmt. sind weiß, ja. Ja, okay. Und Das habe ich christlich vergessen. oder atheistisch, aber jedenfalls keine Ja. Muslime. Die kommen einfach her und Nehmen uns die Schnitzel Kindergärten weg und und so.
Die Schnitzel weg. Ja. Nee, dann gehen wir doch einfach noch mal ganz kurz zurück zu Facebook, Ja, denn das war gerne. das anderthalbste große Thema der Woche. Ist irgendwie so ein bisschen untergegangen, aber eigentlich eine krasse Sache. Es gab nämlich eine Whistleblowerin gegenüber Facebook. Genau, aus Facebook selber, ne, die da mal Richtig. gearbeitet hat. Und die hat ein Buch veröffentlicht, wie das so ist, und jetzt macht sie halt große Promotour. Hat unter anderem bei 60 Minutes ein Interview geführt, und 60 Minutes ist schon sehr dafür bekannt, sehr relevante Interviews zu führen. Hatten damals auch diesen Prince Andrew von der Queen, auf die wir auch gleich nochmal kommen, die gute Frau. Die ist nämlich in diversen Papieren aufgetaucht. Oh nein, nicht die Königin. Die kann demnächst mal abdanken. Und der Prinz Andrew war da auch dabei mit diesem richtig schlechten Interview, wo er so ganz offensichtlich nicht die Wahrheit gesagt hat. Und hier ist jetzt auch die Whistleblowerin und spricht dann darüber, dass Facebook, und jetzt kommt das eigentliche Thema, sehr aktiv gefördert hat, dass Leute immer weiter in einen tiefen Sumpf der Verschwörungstheorien reingezogen werden. Und Negativität und Menschenhass und so, das wurde halt durch den Algorithmus sehr stark gefördert. Die profitieren davon natürlich, ne? Genau, ja. Das mit voller Absicht, obwohl sie im Vorfeld irgendwie, ich glaube auch vom US-Senat oder so, gab es schon so Diskussionen, hey, hier Facebook. Und die so, nee, nee, wir handeln im besten Wissen und so. Und das ist für eine Gesellschaft jetzt nicht das Allerbeste, was man machen kann, die Bürger und Bürgerinnen die ganze Zeit mit Scheiße zu füttern. Ja. Aber es ist profitabel. Leider ja. Also es, auch bei diesem Facebook-Totalausfall war ja auch das Thema mit den Werbeanzeigen, dass Zuckerberg irgendwie Milliarden verloren hat, nur aufgrund von 8 Stunden ja, und so weiter. Ja, die hat ja nicht verloren. Also seine Aktien sind im Wert gesunken. Ja. Aber wenn er nicht verkauft, verliert er das ja nicht. Naja, und er aber hat garantiert nicht verkauft. Ja, theoretisches Vermögen, wenn man so möchte. Theoretisch, ja. Nicht realisiertes Vermögen sozusagen. Aber das wird garantiert auch wieder hochgehen, wenn es nicht jetzt sogar schon wieder hoch. Ich kann ja mal einen Aktienkurs checken. Gerne. Wir machen ja Live-Recherche. Machst du nicht eh jeden Morgen, so wie ich? Nee, nicht so ganz. Ich bin echt sehr, sehr froh, dass ich mir so einen Scheiß nicht permanent ja, geben nicht. Muss, sondern einfach nur, weißt du bist da immer in so einer Bubble und oh, hier dies und das. Nee, ich mache einfach mal. Aber letztendlich profitiert doch auch Telegram von Hass und so weiter, dass die diesen ganzen Leuten auch die Bühne bieten und keinen löschen von dort. Das mag sein, aber die promoten das ja nicht. Das war ja jetzt auch gar nicht. Eigentlich ist Telegram mittlerweile gar nicht mehr die allerbeste Plattform für sowas. Die hat sich halt irgendwie in der Corona-Pandemie über Attila Hildmanns und so dahin entwickelt, aber eigentlich weiß ich nicht. Also es gibt ja Signal zum Beispiel noch, das nutzen Stimmt. halt noch weniger. Ja. Ich glaube, das wäre noch besser für sowas zu nutzen, weil es noch weniger überwacht wird und bla. Aber. Aber je mehr Leute Signal benutzen, desto mehr wird es auch wieder überwacht, weißt du? Ja, true. Aber ich meine nur, also Telegram hat schon was von vielen Nutzern, aber hat das jetzt nie irgendwie sich profiliert als Plattform dafür oder also promotet ja auch nicht innerhalb der Plattform Scheiße. Das stimmt schon. Also ich bin nach wie vor Telegram-Fan. Ja, ich auch. Ich bin es auch mehr geworden. Und es switchen ja auch immer mehr zu Telegram, aber immer noch zu wenig. Also ganz darauf verzichten könnte ich, glaube ich, noch nicht. Aber ich merkte, als ich jetzt meine Telegram-Gruppe gegründet habe für eine Sache, die ich mache, ja. Da konnte ich echt fast alle einladen, so, die ich auch einladen wollte. Das fand ich ganz gut. Also ich habe jetzt mal die Facebook-Aktie über den letzten Monat und da ist jetzt, also der Sturz, war das am 4. schon, ja? Ja, ich glaube schon. Aber dann, also der Sturz ist jetzt gar nicht so hart im, also es ging auch vorher schon bergab mit Facebook. Ja, aber langsam, hier war es so also richtig so boom. Und über 6 Monate ist es sogar eher tendenziell steigend. Jetzt sinkt es wieder. Ja, ein bisschen, ja. Übers Jahr sinkt es auf jeden Fall gerade. Aber schon vor dem Blackout. Vielleicht ja. hat es auch viel mit der Whistleblowerin zu tun. Ja, Tracks Facebook, was reden wir so lange noch darüber? Das ist doch gar nicht mehr relevant. Ich finde, die einzige Funktion ist halt da ganz geil. Dadurch, dass es so eine gewisse Klarnamenspflicht gibt, kannst du halt Leute von vor 10 Jahren da finden, ja, ja. mit denen du gar nichts mehr zu tun hast. Das ist eine gute Sache. Auch Veranstaltungen finden aber und einladen und Werbeplattformen. Ich finde, Facebook ist ja. noch nicht ganz tot. Es sollte aber vielleicht mal eine Alternative geben, die nicht Instagram ist, weil es ja eigentlich auch von Facebook ist. Naja. Wieso nicht mal, nicht Facebook, sondern Lackbook. Lackbook? Ja, ein Beinebuch. Nicht Gesichter, mal Beine fotografieren. Ach, Leck. Also ich dachte so, nur scheiden oder so. Nee, nee. Wobei? Lackbook. Leck und Blowbook vielleicht, I don't know. Ja.
Das vielleicht. Ja. Dann hatten wir in Deutschland ein ganz, ganz großes Thema. Und zum international großen Thema komme ich dann eher zum Schluss. In Deutschland war das große Thema, dass irgend so ein Sänger, den kein Schwein kennt, ich bin dieses Schwein, was niemanden kennt. Eines der Schweine, ja. Und komm, ich guck nach Er heißt Gil. Gil Ofarim. Ja, nie gehört. Ich auch nicht. Scheinbar ein Jude. Also, ich nehme dich hier gerne in meinem Haus auf. Ich habe ja eh so ein paar Leute liegen. Und der hat halt einen Davidstern um seinen Hals getragen und wollte einchecken in ein Hotel in Leipzig, Leipzig. ja, wo sonst? Ich dachte, Leipzig ist eigentlich noch ein bisschen entspannter als Dresden. Ja. Und wurde dort also nicht vorgelassen in der Schlange. Und dann hieß es, als er gesagt hat, hier, was ist los? Kann ich nicht einchecken? Da hat jemand in der Reihe, glaube ich, zuerst gesagt, pack den Stern weg. Und dann hat auch die Person an der Rezeption gesagt, pack den Stern weg. Daraufhin hat er ein großes Video gemacht und hat sich vor dem Hotel sitzend aufgeregt. Und das ist sehr viral gegangen Ja, innerhalb von Deutschland. voll. Und es hat halt eine neue Antisemitismusdebatte Gibt's angefeuert. nicht. Gibt's gar nicht. Haben sie jetzt festgestellt und Best. es beendet. Antisemitismus ist mit Hitler gestorben. Genau, sofort. Schön wäre es gewesen, aber ist halt nicht so. Und es gab ganz viele Solidaritätsbekundungen an ihn und es gab auch Konsequenzen für die Mitarbeiter, die das gemacht haben. Es gesagt haben, wurden wir beurlaubt. Und Alle, das ganze alle Hotel. beurlaubt, das ist völlig leer, ist quasi selbst anarchistisch verwaltet, das machen jetzt die Besucher selbst. Und es Es gab. wird jetzt eine Synagoge. Ist das richtig? Ja. Ja. Ah, ich, Synagoge ist ja. die richtige Religion. Und es gab sogar auch Demos davor und Versammlungen und die das ein bisschen protestiert haben. Und das finde ich ganz gut, dass sie das gemacht haben, so. Ja, ich habe dann in Reddit auch gesehen, hey, ich bin Jude, ich muss jetzt Angst haben und so. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich nicht cool, dass das da so offen praktiziert wird. Das ist halt hart, ne? Also, ich denke mal, vor 20 Jahren war es schon eher so. Guck mal, da ist ein scheiß Jude oder sowas, dass man sich sowas denkt, wenn man Antisemit ist, aber dass man wirklich offen Ja, sagt kenne vor, ich. Ja. nein, nicht ich, sondern Antisemiten, Ja. aber dass man wirklich vor so vielen Leuten in einem gehobenen Hotel sagt, hier, pack den Stern weg, Es wird offener, ne? das ist halt echt hart, Ja, ne? der Hass wird offener. Und offenbar haben auch die Muslime abgedankt wieder als Feindbild. Jetzt sind es wieder die Juden tatsächlich. Das shiftet, das ist alle Jahre wieder, das ist wie so Alle die. Jahre Wie die vier Jahreszeiten, wieder. das ist so im 10-Jahres-Rhythmus. Vielleicht nächstes Jahrzehnt sind die Türken mal wieder dran, Ja, stimmt, dass die man sagt: Oh, die Gastarbeiter kommen hierher mit ihren Dönern, ey, sind weißt zwar du? lecker, aber die können doch zu Hause bleiben, die Also, Leute. das war ja früher echt hart, ne? Die bösen, bösen Türken. Als ich in der, na, ich glaube, Anfang Gymnasium war oder so, Grundschule, habe ich das viel mitbekommen. Und ich denke mir so: Hallo? Die haben hier Mansur, Alter, die geilen Leute, alles 1 Euro billiger. Ja. Vegetarischer Döner für 70 Cent, wie könnt ihr böse auf die sein? Ja. Also ich kann es ja als Kind auch als Beleidigung. Ich habe es nicht gesagt, ich habe es immer gehört in der Grundschule und so, irgendwie du Jude oder sowas. Und ich wusste nicht, was es ist. Da habe ich meinen Vater mal gefragt, der meinte, dass es kein Schimpfwort ist und ich soll lieber Mellinger sagen. Mellinger. Mellinger, doch, sehe Ist ich. halt so eine Stadt hier in Thüringen, irgendwie in Melling. Und da kannte er wohl jemanden, den er nicht leiden konnte und hat dann mal gesagt, Mellinger. Und da habe ich immer in der Grundschule Mellinger gesagt, wenn die Jude gesagt haben. Das war dann so meine, weiß ich nicht, mein antisemitischer Erziehung Gegenschlag. von Aha. meinem Vater. Du scheiß Schöndorfer, du. Schöndorf, nee. Nee, also Schöndorf ist, glaube ich, noch schlimmer als Mellingen. Also ich finde ja vieles witzig, aber wenn man meinen Wiki-Artikel reinschreiben würde, das ist garantiert irgendjemand, als ich aus Schöndorf komme, würde ich mich schon sehr schämen. Okay. Aber ich Gut. sehe es schon, ich kriege morgen irgendwie einen Link von irgendeinem, vom Nostra Wiki, der reinschreibt, dass ich in Schöndorf wohne. Ich werde es löschen, konsequent, jeden Tag. Okay, Ich aber hätte an dieser mich Stelle sagen sollen. nochmal ein fettes Shoutouting an die Leute, die das Wiki machen. Es ist Ja. echt super geil. Ey. Es ist auch echt witzig, wenn irgendwas Neues passiert und dann direkt im Stream hier Link. Ah, okay, das Ja, ist ja, passiert. ja. Super gut. Weniger super gut ist, dass sehr viel geleakt wurde diese Woche. Verschiedenstes. Alles, Komm. nur nicht der Penis von Harry Styles. Ich Schade. warte drauf. Ja. Naja. Also, so einer bist du ja. Also, ich habe damals gehört, wer sich, wie hieß es, The Fappening-Bilder anguckt, der ist ein Arsch. Und wenn jetzt der. Happening ist ja mit Frauen. Ach so, ach stimmt, na gut, das habe ich vergessen, dass das was anderes ist. Völlig.
Kommen wir zu dem etwas kleineren League und selbst der war riesengroß, der Twitch League. Ja. Die Welt weiß jetzt, dass ich nichts verdiene. Ja. Aber bist du auch dabei? Ich bin auch dabei, weil jeder dabei ist. Ach, cool. Ja, das ist ziemlich wild, aber ich glaube, man muss sehr weit scrollen, um mich zu finden. Also es wurde halt eine Top-Verdienerliste geleakt. Und, du bist Platz 12 weltweit, kann man ja mal sagen. Ich weiß nicht, ob es 350.000 oder 35.000 war. 35.000 erscheint mir sehr hoch tatsächlich. Mhm. Wenn man sieht, der erste Platz ist, oh, weiß ich gerade gar nicht. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal, aber auf jeden Fall sind Montana Black und Knossi irgendwie in den Top 20. Krass, weltweit. Ja, weltweit. Krass. Aber es geht um den Zeitraum von Ende 2019 bis jetzt, also die letzten 2 Jahre. Und der Platz 1 hat, glaube ich, knapp 10 Millionen, 9,4 oder sowas. Mhm. Kann man machen und es sind auch nur rein die Sub-Einnahmen. Maybe auch plus die Bit-Einnahmen. Du kannst ja innerhalb, so eine Währung innerhalb von Twitch kannst du spenden. Ich glaube, das zählt auch noch mit rein. Mhm. Aber so Spenden außerhalb davon zählen nicht mit rein. Ah, okay. Und Produktplatzierung und sowas natürlich auch nicht. Aber dazu wurden halt noch Teile oder weitestgehend fast alles vom Quellcode geleakt. Das ist halt nicht so geil. Mhm. Und eventuell auch Passwörter, aber nicht so ganz klar. Mhm. Kenne ich mich nicht aus, das ist wieder so eine IT-Scheiße, die sind nicht so direkt Passwort von Knossi, Doppelpunkt das, ja. Sondern die sind dann irgendwie so versteckt in Zeilen, ich habe keine Ahnung. Ja, so. Aber hast du deins schon geändert, ja? Ich habe eins geändert und das wurde auch so gemacht, dass dann der Stream-Schlüssel sich ändert und so von Twitch aus. Und Type-Stream, wie die alle heißen und ich weiß nicht, was du benutzt für ein... Da muss man sich dann neu anmelden. Ja. Ja. Ja, und das war ganz interessant. Da haben dann die Leute auch alle ihren Stream benannt. Ich bin nicht in den Top 10.000 Gutverdienern und sowas, habe ich viel gesehen. Schade. Ich halt auch nicht. Und Also ich bin ja auch bei Twitch, aber ich bin jetzt kein Partner oder so. Ich bin da wahrscheinlich nicht drin mit Passwort, oder? Das sind alle Twitch-User. Es kann, also das, wie gesagt, das mit dem Passwort ist nicht so ganz klar. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Ich kann es dir nicht IT-mäßig erklären. Kannst du mir die Liste mal schicken? Ich kann dir das schicken. Das wäre nett. Da kann ich nachher auf der Autofahrt mal gucken. Also ich bin Beifahrer. Ja. Kann ich ja mal gucken, ob ich auch zu sehen bin. Also Dev bei uns in der Oase, auch richtig geiler Typ, der ermöglicht unter anderem dieses Skript, was bei mir im Twitch immer durchläuft, über seine Website. Und der hat das dann auch irgendwie programmiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Mhm. Ja, Herr Rodes, der onaniert gerade darüber, wie schlecht ich bin. Ja. Der hat da irgendwas mitgemacht, sodass er sehr einfach einsehen kann, wer wo ist. Der hat das irgendwie geordnet oder so. Wer wo ist? Also ich kann mal Dev fragen, ob man da irgendwie... Naja, er gibt, glaube ich, jetzt meinen Namen ein und sieht, auf welchem Platz ich bin. Ah, und sowas. Okay. Das kannst du von dem Leak an sich nicht machen. Ja. Aber er hat das irgendwie so in irgendeine Datenbank eingepflegt. Oh. Ich weiß es nicht genau. Das gab es auch von allen möglichen Passwörtern. Es gibt so Homepages, da kannst du gucken, ob du bei irgendwelchen Leaks dabei warst, wenn so Benutzerkonten irgendwie geleakt worden sind. Ach, so hat das Jennifer Lawrence damals bei The Fappening auch gemacht. Die hat so geguckt, Fappening, Jennifer Lawrence. Oh Mist, ich bin dabei. Mhm. So hat die das bestimmt mitbekommen. Kann ja sein. Glaube ich nicht. Nee. Ich wette, die hat auf Twitter ihr eigenes Arschloch 20 Mal geschickt bekommen. Nee, also, ja, wahrscheinlich. Hast du die Bilder gesehen von ihr? Ein paar. Aber Jennifer Lawrence, also das war halt so, das hat man halt mitgekriegt, aber ich fand die echt nie so... Die ist schon attraktiv. Die ist nicht hässlich, aber also die wird ja immer so gefeiert für ihre Art und ich weiß nicht, ich kann damit nicht ganz so klar. Innerhalb von Hollywood sticht die schon raus so und andere stechen rein. Aber... weiß nicht, keine Ahnung. Ist eine nette, aber die ist nicht, wo ich sagen würde, das ist, oh, weißt du, dieser Hype, Alter. Keine Ahnung. Ja, also von Hildmann gibt es wohl auch Leaks, aber noch, die sind noch nicht veröffentlicht worden, aber diese Leute, die ihn gehackt haben, die haben ja alles von ihm genommen, so, und auch seine ganzen Daten und Cloud-Sachen. Und haben sich jetzt auch ein Bild gepostet, ich kann es ja, glaube ich, mal zeigen und euch erklären, dass die wohl auch private Fotos von ihm haben. Chat der Hurensöhne heißt das, genau hier, OnlyFans, und Hildmann halt nackt und haben halt das OnlyFans-Logo über seinen Penis gemacht und wollen jetzt damit einschüchtern, wir haben Nacktbilder von dir und so. Witzig. Bin sehr auf die Reaktion von ihm gespannt und
Wie würdest du reagieren, wenn es von dir Nacktbilder gäbe? Ich würde schnell selber nochmal welche posten. Ja? Easy. Dann haben Echt? die überhaupt kein Druckmittel. Ja, wenn die schon veröffentlicht worden sind, meine ich. Wenn die schon. Ja, trotzdem, das Gleiche. Ja? Also ich glaube nicht, dass ich die Relevanz habe, dass das jetzt wirklich als Druckmittel oder so gelten würde, aber easy. Also das ist doch das Beste, was du machen kannst. Ich habe so ein Bild von dir auch gesehen, bei Dion zu Hause, glaube ich, war das. Ja. Das sieht aus wie du und wird halt irgendwas vor deinem Penis, aber es. Warum, hallo, warum machst du hier Anführungsstriche vor meinen Nee, Penis? also, ich weiß nicht, ob es echt ist, Doch, aber ob doch. es. Also das war mit so einer Einwegkamera noch in der anderen WG und Ja. da hatten wir sehr viele Leute da und ich weiß gar nicht wer. Ich glaube, Dion hatte so eine Einwegkamera mit und ich habe die ganz kurz mit aufs Klo genommen und habe halt, ich glaube, in eine Müsli-Packung oder so habe ich da drüber Ah, gehalten ja. und habe das halt mit auf diesen Film geschmuggelt. Ah, witzig, Ja. okay. Genau. Inspiriert von King of Queens, da hat Doug mal seinem Penis einen kleinen Hut aufgesetzt. Oh, Das fand ich sehr süß. süß. Aber das war da bei einer Hochzeit mit 100 Leuten und hier hätte man vielleicht erkannt, wer es ist. Deswegen. Also ich habe es anhand deines Hemdes erkannt, so, dass du das warst. Ich habe mich sehr gewundert in Dions Ja. Wohnung über dieses Bild. Das ist schön. Es hängt an der Wand dort, glaube ich. Gut, jetzt haben wir schon gar nicht mehr so viel Zeit. Jetzt müssen wir wirklich zum allergrößten Thema, also für mich und eigentlich muss es für alle das größte Thema sein, auch wenn es in 2 Tagen wieder vergessen ist. Wahrscheinlich wieder irgendwie, weiß ich nicht, USA oder so, hat ein Streamer seine Freundin auf dem Balkon gesperrt oder so. Nicht ganz. Und China ging deswegen 3 Milliarden auf die Straße. Nee. Die Pandora Papers, Ach ja. das ist nämlich Ach, das die Thema. Königin, ja. Unter anderem die Königin, Elton John und jetzt kommt es Auch richtig nicht hart. Elton John. Okay, Der das ist ist doch hart für der. dich, aber pass Ja. auf, Shakira. Das ist hart für dich. Shakira wird auch benannt. Die Pandora Papers reihen sich ein in die Panama Papers, in die Paradise Papers, die zuletzt waren und jetzt die Pandora Papers, ist seither der größte Leak dieser Art. Und zwar geht es auch hier um ganz viele Briefkastenfirmen, Offshore-Scheiße, Leute, die irgendwie ihr Geld halt in irgendeiner Form waschen, verstecken, was auch immer. Und die Reichesten der Reichen noch reicher werden, weil sie einfach keine Steuern zahlen. Das heißt im Endeffekt, ne, wir hatten das ja auch schon, dass in Amerika teilweise so ein Mittelständler mehr Steuern zahlt als fucking Amazon, Ja, ist so. was halt einfach nur lächerlich ist. Selbst ich Ja, wahrscheinlich zahle mehr Steuern als Amazon. genau. Und ja, da sind jetzt wirklich sehr, sehr viele Prominente nochmal aufgezählt worden. Und eigentlich müsste es der Skandal des Jahrtausends sein. Ich weiß gar nicht, wie das in den deutschen Medien gerade stattfindet. Es ist Aber. nicht greifbar für Menschen. Also die sehen halt irgendwie gerne so Flüchtlingsströme und regen sich darüber auf. Da kommt wieder so ein Schwarzer. Ja, na klar. Die Aber. unteren und Mittelschichtler kloppen sich gegenseitig und haha, die Superreichen stehen drüber und denken sich, haha, guck mal, meine Briefkastenfirma checkt wieder Ja, wir keiner. klauen euch so und ihr rafft es einfach nicht so. Ja. Und nicht Shakira und die Queen und Elton John, das ist doch Kacke. Das sind doch Menschen, die eigentlich die rein sind in meinem Kopf so. So, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Es sind 9 bis 10 Trillion, das heißt, es müssen Billiarden sein. Zusammengerechnet innerhalb dieser Leaks sind also knapp 10 Billiarden Dollar. Menschen aufgelistet. Ja, 10 Billiarden Menschen, das ist der Wahnsinn. Also 10 Billiarden Dollar, die einfach nie innerhalb, also nie dem Staat irgendwie zugute gekommen sind oder innerhalb, also die sind da halt einfach so funktioniert das. Die sind da in einem Briefkasten auf Kuba. Wir stecken da einfach das Geld rein in den Briefkasten. Genau so funktioniert das. Ja. Also musst du dir mal überlegen, wie fucking viel Kohle das ist. Das ist Stimmt. also. Das verdiene ich im Jahr, ja. Du musst mal Ja. gucken. Nee, das ist doch bestimmt hier. Ich guck mal, was das Bruttoinlandsprodukt ist von Amerika. Damit wir. Also von den USA. Damit wir da mal einen Vergleich haben. Guck mal, das sind zum Beispiel 20 Billionen. Alter, jetzt bin ich schon wieder confused. Nicht, dass ich sie da verkackt habe, aber Trillion. Trillion müsste Billiarden sein. Das weiß ich Weißt du, nicht. wie viel das ist? Alter. Nicht wirklich. Also es ist halt unvorstellbar. Hart. Das sind ja 1.000 Millionen Nullen gefühlt. Ja, Ja. es ist mal schade, wenn dann so Leute auf einmal
ins Visier geraten wird, die man immer für sauber gehalten hat. Also klar, okay, Shakira, die kenne ich jetzt nicht so gut, Die nicht Schlampe, persönlich. Alter. Die haben doch genug Geld. Warum brauchen die noch mehr? Warum müssen die das so? Das Ding ist, dass es ja teilweise nicht unbedingt illegal ist. Also da vieles, was da auch geleakt wurde, ist illegal, aber manchmal halt auch nicht. Und aber dass diese Loopholes existieren, okay, dass man sie ausnutzt, ist irgendwie auch noch verständlich, tatsächlich. Ja, für mich als Ja. alten, die bösen reichen Mann. Aber an sich. Wenn du dir denkst, okay, ich habe jetzt 100 Millionen, ich könnte aber auch 110 Millionen haben. Also Ja, die wenn du Fallhöhe in ist halt dieser sehr Denke groß, ne? bist, ey, Die das ist Fallhöhe doch. ist halt sehr groß, weil du verdienst vielleicht im Jahr so 20 Millionen und musst ja auch sehr viel abgeben. Also man zahlt ja schon relativ viel Steuern als reiche Person und das wirkt dann auf Theoretisch. einmal theoretisch und es wirkt dann eben auf einmal sehr viel, dass du halt irgendwie 10 Millionen abgeben musst davon. Und ich kenne das von Falco-Interviews zum Beispiel, der auch meinte, er zahlt Doppelsteuern in Österreich und in der Domrep, was ziemlich blöd ist, aber er zahlt gerne Steuern und halt macht das lieber, als irgendwie Sachen falsch zu machen und dann doof dazustehen. Also hier ist es halt tatsächlich nochmal, at least, das ist noch eine neuere Zahl, 11,3 Trillion. So, und jetzt nur für die Sicherheit, was Trillion ist, aber es muss Billiarde sein. Okay, es ist eine Billion. Alter, was ist denn dann Billion? Ach, Billion ist Milliarde. Okay, ich Milliarde, bin dumm. stimmt, so rum, ja. Okay, dann haut's wieder hin, weil das kam mir jetzt echt ein bisschen sehr krank vor. Also, ich hasse das. Das mache ich jedes Mal falsch. Nächstes Mal werde ich auch wieder falsch machen. Könnt ihr die Uhr nachstellen. Aber trotzdem, so, es sind 11,3 Billionen. Das ist über die Hälfte des Bruttoinlandprodukts von den Vereinigten Staaten, die, ich glaube, nach wie vor schon das größte Bruttoinlandsprodukt haben. Und das ist einfach, das ist da nie durchgeflossen, weißt du? Ja. Das ist doch scheiße. Ach, Elton John, warum denn? Weißt du, das ist doch ein Vorzeigemensch inzwischen. Klar, alle Nee, Drogengeschichten der ist und so. schwul. Ach so, dann Ach nicht. so. Gut, dann ist es vorbei. Dann passt es Nee, zu also ihm. bei dem war es mir echt völlig egal, aber als ich gedacht habe, auch Shakira, ich will mein altes Album Aber zurückgeben. macht die denn eigentlich noch Musik? Ja, klar, hallo? So, wait up! 4 Monate alt und dann kommt so ein Beat. Das ist ein bisschen komischer Song irgendwie. Sie wirkt auf mich nicht mehr so relevant wie Lady Gaga und Die so. Die sieht sind. genauso hübsch aus wie vor 20 Jahren, Das glaube aber ich wer ja. sein Geld nicht teilt, ist hässlich für mich. Ja, keine Frage. Und die Queen auch, ey. Na, pass auf, Sie bei der ist Queen war es halt irgendwo. ganz verrückt. Das ist nicht so ganz klar. Also, die hat jetzt nicht irgendwie in Briefkastenfirmen Geld reingesteckt. Das ist nicht so ganz der Fall gewesen. Es ist ein bisschen schwierig. Pass auf. Also, nicht sie selber, sondern ihr Anwesen. Denn es scheint, als hätte sie es von einer aserbaidschanischen Familie für 91 Millionen gekauft, die sehr korrupt sind, also die bestätigt korrupt sind. So. Deswegen steht die da mit drin. Ah, So, okay. das war jetzt vorhin nur so mal Ja. angerissen. Yes. Ja, also, wie gesagt, wir machen es hier gerade erfolgreich zum großen Thema, aber ich wette, in einer Woche redet keiner mehr drüber. Und das ist der Vermutlich eigentliche nicht. Skandal. Vermutlich nicht. Also für mich ist manchmal, also ich hänge mich auch manchmal so ein bisschen auf an den Prominenten, die da dranhängen, die ich immer meistens ganz nice finde. Ich war gestern schockiert, also ich war ja mal GZSZ-Fan, als ich noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern habe. Joe Gerner wird auch geleakt, Nee, oder schon was? gerne nicht, der ist, glaube ich, lupenrein, aber es gab so einen, der hat, wie hieß denn seine Rolle? Das war so ein türkischstämmiger. Nicht Taifun? Keine Ahnung, Tornado. irgendwie, nee, irgendwie so was. Abdallah Windhose. Türkisches. I don't know. Jedenfalls mochte ich seine Rolle immer sehr, weil er auch so ganz eigen gespielt hat. So, du hast gemerkt, hat es schon gelernt, aber ist irgendwie trotzdem so seine eigene Spielart so und überzeugend. Und hat dann irgendwann aufgehört, was ich halt schade fand. Und dachte immer, in meinem Kopf, ohne ich habe so ein Ensemble in meinem Kopf, wenn ich meinen eigenen Film oder Serie produziere, will ich bestimmte Leute besetzen. Da war er auch immer mit dabei, weil ich ihn voll gut finde und ihn gerne berühmt machen will. Wenn ich erstmal selbst berühmt bin. Ach so, der ist bei GZSZ und du machst Nee, den dann berühmt. nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber Der du ist machst den berühmt. irrelevant. Bei Ach so. Instagram so 2000 Follower oder so. Ah, Also ist okay. nicht, er könnte größer sein. Und hatte nur noch ein paar Auftritte bei Soko Leipzig oder irgendwie solche kleinen Serien. Und jetzt kam raus, oder ich habe erst gestern erfahren, dass der Querdenker ist und so. Und auch auf Facebook so Videos hat von wegen, ja, ey, an euch Ausländer. Ist ja auf den Querdenker-Demos nur Deutsche.
Und es ist auch im Ausland immer so, in Frankreich sind auch nur die Franzosen auf der Straße, macht was, ihr Ausländer und so, ihr müsst mitmachen. Und er ist halt abgedreht leider voll, obwohl ich ihn eigentlich mal als Schauspieler mochte. Und ich werde ihn nicht mehr besetzen Okay. als Schauspieler. Tut mir leid. Apropos Ausländer. In Kabul gibt es Stromausfälle, weil die Taliban die teilweise ausländischen Firmen nicht mehr bezahlen für diesen Strom. Das ist witzig. Es fängt holprig an. Ja. Sie haben das Land das frisch übernommen, ja. Sie haben noch nicht alle hinrichten können, die sie hinrichten wollen. Ja. Gibt immer noch ein bisschen Zeit, ja. Rom wird auch nicht an einem Tag übernommen. So, es muss alles ein bisschen auch mal in den Rahmen gehen und man muss ihnen auch ein bisschen Zeit geben. Es ist halt witzig, wie das wieder dieses Gefühl von, das sind eigentlich Kinder im Manne, so alle, weil die keine Kindheit hatten, dieses Gefühl wieder stetig. Ach so, jetzt haben wir das übernommen, jetzt müssen wir uns auch drum kümmern. Das ist ja was, wie geht denn Ja, das? ja. Ach, man muss Stromrechnungen bezahlen. Uff. Das bringt dir keiner bei beim Terrorlager, ja? Ja. Da lernst du Leute hinzurichten, zu köpfen, zu erschießen, aber so Steuern zahlen und Rechnungen begleichen oder auch mal Aufwasch machen Ja. und Trockner richtig bedienen, So ein bringt dir keiner bei. Erschießungsseminar, das gibt's da andauernd, aber Ja. ne? Irgendwie mal Projektwoche Steuern zahlen oder Was so. machst du denn mit den ganzen Leichen? Du musst ja auch von der Steuer absetzen und du musst ja auch die Klamotten von den Leichen auch wieder waschen und wieder verwenden, wenn du ökologisch handeln Ja. willst. Ich glaube ja auch, dass Al-Qaida und IS haben, glaube ich, auch einen grünen Punkt, so, aber die Taliban noch nicht. Okay, Das da fehlt ist bei auf jeden denen. Fall Nachholbedarf. Ja, Leichen recyceln. Vielleicht wären ja die der erste CO2-neutrale Staat jetzt, weil die halt einfach keinen Strom haben. CO2-neutraler Und Terror, das wär's doch ja. mal. Diese Bombe ist CO2-neutral. Wäre mal was anderes. Ja, das wäre meine Message. Ja. Hast du, egal, ich möchte es nicht sagen, du hast schon wieder hier zu Dingen aufgerufen. Mal Anschläge nutzen für wichtige Sachen. Nicht immer nur für. Ist egal, sag lieber nicht. Ja, Ja. apropos Anschläge. Tiananmen Square Massaker. Das große Ding in Hongkong ist eine Statue gewesen, die daran erinnern sollte. Und die wurde jetzt nach 24 Jahren entfernt. Und wie jeder weiß, ja, wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Und wer die Gegenwart kontrolliert und in der Gegenwart dafür sorgt, dass die Vergangenheit vergessen wird, der formt sich die Zukunft, wie er möchte. Und Das war voll das. klug. Wo ist das? Ist das irgendein Zitat? Das war mehr oder weniger, also so ähnlich kommt es bei 1984 vor, aber das war Ah. jetzt nicht zitiert oder so, es war so grob in diese Richtung. Das Ding ist ja, dass dieses Massaker, ne, haben wir ja schon öfter drüber geredet, weil ich auch viel hier über China und Hongkong geredet habe, dass da mit Panzern Studenten überfahren wurden und dann einfach in die Gosse gespült. Echt harter Shit, also ne, ich erinnere an dieses Bild mit dem Typ vor dem Panzer. Das ist auch Teil dessen, das war dann am nächsten Tag. Und das ist so ein Tag, der totgeschwiegen wird von der ganz tollen, lupenreinen chinesischen Regierung. Und Mahnmale erinnern da natürlich dran. Und da Hongkong gefallen ist, mehr oder weniger, wir haben da ja auch 2 Jahre lang drüber geredet und Ja. vor 2 Jahren sehr intensiv. Aber da jetzt Corona reinkam und so die Schlagzeilen für sich ein bisschen beansprucht hat, ist das sehr glücklich gewesen für die chinesische Regierung. Das ist nämlich komplett in Vergessenheit geraten. Kommt Corona doch aus dem chinesischen Labor? Wer Maybe, weiß, wer weiß. maybe. Nein, natürlich nicht. So. Und ja, jetzt ist es halt der nächste Step. Okay, da ist gar nichts passiert. Da ist überhaupt nie was gewesen. Wir haben noch nie unsere eigenen Bürger einfach mit Panzern überfahren. Nee. Und ja. Da kann man richtig hart dran sehen. Also vor 2 Jahren haben die ja wirklich noch so Grabenkämpfe geführt und ihre Uni verteidigt gegen die Polizei. Da gab es ja epische Bilder. Und jetzt ist Hongkong halt so, da ist eine so eine Welle drüber geschwappt. Ja, ich weiß nicht, ob Whitewashing dann das Richtige ist. Ist ja nach wie vor so ein bisschen mein Herzensthema. Whitewashing. Genau. Ja. Nein, also, ne, das wird jetzt so ein lupenreiner, der wird jetzt einfach von China geschluckt, der war ja so ein bisschen unabhängig, der Hongkong. Und das ist kein schönes Zeichen. Deswegen wollte ich einfach nochmal hier reinnehmen und dran erinnern, da war mal was. Aber China geht ja eh gerade runter, ne? Mit den ganzen Homosexualität ist irgendwie noch verpönter geworden, es müssen Männer männlicher sein und so und androgyne Männer werden von der Öffentlichkeit verbannt, so aus Aus Videospielen halt. Werbepostern und Filmen und so weiter und Videospielen. Das ist gerade nicht cool, was in China passiert.
Das ist, Meine glaube ich, Meinung. ein Satz, den kann man jeden Tag Ja, sagen. ist meine Meinung, ganz, ganz ehrlich. Und gleichzeitig gibt es aber einen chinesischen Film, der da gerade schon wieder übelst abgeht. Irgendwie, Mulan. der jetzt schon der fünft erfolgreichste Film oder so ist, aller Zeiten. Man muss aber sagen, in dieser Top 5 ist auch, warte, Fast and the Furious 9 ist da auch drin, weil der übelst abging. Und der chinesische Markt, der ist halt wichtig und deswegen Ja. beugen sich alle diesem Scheiß. Das Was ist vielleicht echt. nicht auf den chinesischen Markt kommt, ist das Remake von, oder die Remasters, obwohl wahrscheinlich nichts von beiden so richtig ist, von GTA 3, Vice City und San Habe ich Andreas. gesehen, Gestern Remasters. offiziell bestätigt. Aber alle auf einmal oder Ja, nacheinander? alle zusammen, das wird Krass. die Definitive Box. Ich glaube allerdings, dass da nicht so viel anders gemacht wird. Und ich befürchte, dass es Lizenzprobleme gibt, dass die nicht alle Songs wieder kaufen, weil das verfällt ja, das ist alles ein bisschen tricky. Stimmt. Und wenn du diese alten Spiele spielst, aber nicht den Original-Soundtrack dabei hast, uff, Ja. da geht viel verloren. Leider. Also es sind so Remasters, sind einfach nur bessere Grafik und so weiter Ja. und aufgepimpt. Aber die Game Engine bleibt die gleiche wahrscheinlich, ne? Genau. Also, ich glaube, es ist eine andere Engine, aber es soll sich genauso anfühlen. Wir werden sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es leider ein Cashgrab wird, weil Rockstar ist nicht mehr so geil, wie es früher mal war. Ich werde mal abwarten, so was die ersten Let's Plays sagen und die ersten Twitch-Streamer so und reingucken und es mir auch eventuell holen. Mal sehen. Yes. Für die Weil Konsole, wenn es das auch gibt. Hoffentlich ja, nicht mehr für gibt's für PC. alles. Wird's für alles geben. Gut, dann habe ich hier noch stehen, dass Moment. Resident Evil einen neuen Trailer bekommen hat, will ich nur ganz kurz erwähnen. Ja. Der war nämlich richtig Panne. Das gibt einen Kinofilm, Resident Evil, und der kombiniert das erste mit dem zweiten Spiel, was ich total albern finde, weil die geben beide perfekt genug Material für einen separaten Film her. Und es sah richtig weird aus, und da haben die im Trailer dieses Four Non-Blondes, dieses Hey, yeah, Ja. hey, what's going on? What's Das, also das going in so einem Action-Horror-Trailer, das ist ganz, ganz komisch. Das ist doch jetzt Trend schon seit 5 oder 10 Jahren, dass so Actionfilme lustig sind und so ganz Ja, friedliche Songs da im Trailer haben ich und glaube, im die sind von Soundtrack. ihrem eigenen Produkt nicht so ganz überzeugt und wollen jetzt schon im Vorfeld zeigen, ja, wir nehmen uns gar nicht so ernst, das wird nur Trash, ihr müsst das gucken wie Trash. Wie bei Suicide Squad oder bei Deadpool, das war ja ähnlich, dass dann Ja. irgendwelche Kampfszenen sind, wo Menschen sterben und die machen halt so nebenbei so die rote Sonne von Barbados. So gefühlt, weißt du? Ja. Ist doch cool gerade. Ja, also bei Deadpool, der hat guten Humor und Ja. der ist ja auch selbstreferenziell. Ich glaube, ursprünglich wollte das Resident Evil nicht sein und ich glaube, die haben jetzt eher so gemerkt, okay, shit, Mann, was haben wir getan? Wir Aber das müssen es jetzt kommt gut irgendwie an. vermarkten. Meinst du wie Tommy Wiseau bei The Room? Dass der Film eigentlich ernst gemeint war, aber alle haben drüber gelacht bei der Premiere. Dann ging er auf die Ja. Bühne und meinte, ah, Komödie, haha, und alle feiern Ja, ihn. genau. Ja. Wahrscheinlich. Wo du Rezo gerade fast gesagt hast, Tommy der, Wiseau, ja, Wiseau. Wiseau heißt er, glaube ich, aber ja. Ich habe beides gehört in Interviews, Ja? aber na gut, ja. Also ich habe nur das eine gehört. Mir ist egal. Rezo ist aber klar, wie er ausgesprochen wurde. Der hatte diese Woche auch nochmal einen viralen Hit, so halbwegs. Und zwar ZDF. Hä? Da hat nämlich so eine Sendung auf Zwang drei Pro- und drei Kontra-Argumente gegen Rezo. Lächerlich, Hast du lächerlich. Nee, gesehen, mir ne? hat es Mila noch erzählt gerade beim Frühstück und Ah, ich dachte, okay. Alter, ist das dummer, erzähl gerne. Du Ja, bist ja, glaube und ich, viel stellt sich halt besser. auch raus, dass der befragt wurde, von der Welt ist. Muss man auch sagen, okay, die mussten ja auch jemanden finden, der da willing ist, was Negatives zu sagen. Ja, die Und das wurde positive, sich alles genau. ein bisschen aus dem Arsch gezogen. Ja. Muss ich recht geben. Und, Und gelogen einfach. Also der Negative, der soll wohl aus Streams zitiert haben, die gar nicht ja, Teil des genau. Videos waren, die ja kritisiert werden sollten. Das heißt, er hat wohl in den Videos nichts Kritisches gefunden, musste sich andere Livestreams und Videos von Rezo Ja. angucken, was zu finden, was irgendwie negativ ist. Und es war gerade noch irgendwas, was ich so. Genau, und er hat doch wohl gesagt, dass er keine Quellen geliefert hätte, Rezo Ja. und so weiter, was überhaupt nicht stimmt. Das ist einfach faktisch falsch. Rezo hat bei jedem Wort hat er irgendwie ein Zitat gebracht und eine Quelle in die Beschreibung gepackt. Also völlig Yes. lächerlich. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, checke ich gerade. Ich habe auch keine Themen mehr. Du Ich bin hast da keine eigentlich Themen mehr. durch.
Ja, dann sage ich noch ganz kurz, dass ich A, ein Bild gesehen habe, ein sehr virales Bild auf Reddit, wie es einen Protest gibt gegen Beschneidung. Und das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie absurd ich das finde, Kinder zu beschneiden, ohne die Ja. vorher zu fragen. Also, dass das überhaupt Trend ist, ist ganz Stimmt. komisch. Ganz, ganz komisch. Und dann, wo wir es hier so von Eat the Rich und so hatten, 100, ich glaube, 34 Länder haben sich jetzt dazu entschieden, ein Minimum an 15% für, also Corporate Tax Rate quasi zu haben. Also für so schöne Unternehmen haben sich jetzt zusammengeschlossen. Ist halt die Frage, gut, gehen die Unternehmen dann jetzt mit dem Sitz in die anderen paar 60, 70 Länder, die es dann halt so gibt. Aber ist ja immerhin, also da das wäre ja was, wenn alle Länder wirklich sagen, okay, bei uns gibt es mindestens diese Steuerrate. Dann wird es das halt nicht so geben, dass man sagt, okay, dann gehe ich jetzt hier auf so eine komische, Nach Pandora oder so. ja, nach irgend so eine Kackinsel da und mache da einen Briefkasten hin. Das wäre ja schon mal was. Ja, das Also stimmt vielleicht schon. ziehen die anderen Länder noch mit. Hoffentlich. Und in Texas gab es ja das Abtreibungsverbot, fällt mir gerade noch ein, wogegen es aber sehr viele Proteste gab. Und jetzt hat also die US-Regierung dieses Abtreibungsverbot wieder weggemacht, sozusagen, dass man doch wieder abtreiben darf. Also richtig übel, dass dann, ich weiß nicht, irgendwie wird, das entscheidet doch immer nur weiße Männer irgendwie, die von Abtreibung keine Ahnung haben und reden eben mal mit Frauen drüber, ob das. Es ist ein Fakt, es ist Ja, einfach so. aber bei dem Weiß, das muss man da nicht unbedingt. Also, ich finde das auch ein bisschen komisch, dass, also, wenn überwiegend Männer darüber entscheiden, was Frauen zu machen haben, auf jeden Fall. Aber welche Hautfarbe die haben, ist egal, Tino. Es ist schon auffällig oft, dass in Führungsetagen und in Regierungen weiße Menschen sind. In Afrika vielleicht nicht, aber es sind in den USA, Europa und so weiter. Ja, Da aber ist dann. der Repräsentantenanteil schon sehr gering von Vielleicht ist Schwarzen. das halt auch nach wie vor so, dass es hier halt einfach mehr weiße Menschen gibt. Ja, ich sag ja, aber auch von diesen Verhältnissen her stimmt das überhaupt nicht überein. Kann kein Zufall sein. Ich sag nur, es sind halt meistens weiße Männer, die darüber entscheiden, was kommen. Wenn da 10 Leute in dieser Chefetage sind und es 10% Schwarze gibt, ist es wahrscheinlich, dass es hier in Deutschland aber dann nicht einen Schwarzen gibt, um das zu balancen, weißt du? Soll auch Aber. keine Quotenschwarzen geben, das meine ich ja gar nicht. Aber trotzdem fällt es auf, dass in solchen Sachen immer, auch in Talkshows und auch in den USA immer, sitzen ganz oft weiße Männer, die reden über Probleme, die sie In nicht den haben. USA können wir eher drüber reden, weil da gibt es auf jeden Fall einen viel größeren Anteil an zum Beispiel Schwarzen oder insgesamt haben da natürlich viele. Das ist ja auch immer so absurd, ne? Die Leute sagen hier meine American Values, aber eigentlich ist der American Value, dass das ein Land ist, was nur aus Ausländern besteht im Ja, Prinzip. klar. Und jetzt heißt es ja auf einmal hier, ne? America first, wir sind's, aber meinen damit nur hier irgendwie, Ich bin's. ja, ich bin's, genau. Naja. Ich bin USA. Leider. Gut, ich bin auch USA heute. USA am Arsch. US am Arsch. Ich bin Ja. ultra müde, sehr kaputt und am Arsch. Okay. In USA. diesem Sinne geben wir jetzt noch eine Note. Ich finde den Facebook-Ausfall schon ein großes Ding. Wir sind der Brennpunkt Internet und Ja. faktisch war ein großer Teil des Internets einfach nicht da. Brennpunkt, es gibt kein Internet. Ja, muss man so sagen. Ja. Also ich finde ja das mit den Pandora Papers ein bisschen härter mit dem armen Juden hier. Und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Jude ist oder ob der das Ja, halt nur so schon. getragen hat. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ja, und ich finde tatsächlich auch diese Facebook-Whistleblowerin schlimmer oder krasser Ja. als jetzt hier, okay, es war mal 8 Stunden Feierabend. Es ist Also halt, ich es finde die ist Woche jetzt, schon gut, muss ich sagen. Da ging einiges. es gab kein Massaker, keiner ist gestorben, so, aber, also schon, aber jetzt nicht unter unseren Themen, die wir jetzt rausgesucht haben. Trotzdem finde ich, ist es eine 8 wert, finde ich. Ich würde sogar auf 8,5 gehen. 8,5, gerne, ja. 9 nicht ganz, aber die 8,5 würde ich auf jeden Fall gehen, um einfach nochmal herauszuheben, Pandora Papers. Vergesst die mal nicht. Ja. Ja? Es sind für solche Veröffentlichungen auch schon Journalisten gestorben. Ja. Und das zeigt so ein bisschen, dass es auch eine große Sache ist. Oder auch die Cum-Ex-Affäre mit Scholz und so weiter. Das vergessen die Menschen. Weißt, die gucken bei Annalena Baerbock, dass sie ihren Lebenslauf verschönert hat, ja, was aber kaum relevant war für die eigentliche Aussage dieses Lebenslaufs. Aber dass Scholz da dran beteiligt war, dass dann Menschen betrogen worden sind und Brechmittel, das darfst du nicht vergessen. Brechmittel, das auch noch, genau. Das Ich bin vergessen die übrigens halt. der Meinung, 2022 Jugendwort des Jahres muss Brechmittel werden, also für Alkohol.
So sagt, ey, heute noch ein bisschen Tankstelle Brechmittel holen. Ja, Ja. mein Facebook-Handle Weil tatsächlich. wenn wir wirklich Scholz als Kanzler kriegen, dann müssen wir Brechmittel auf jeden Fall zum Jugendwort machen. Das ist mein Facebook-Handle auf meinem Profil, facebook.com/brechmittel. Echt, ja? Ja, weil es gibt ein Falco-Zitat, wo er sagt, ich bin für viele Leute ein Brechmittel, aber wenigstens etwas. Und dachte ich mir, ist ein cooles Zitat und habe das dann als Handle Aha. benutzt. Und ich bin ein Vorreiter, wie immer, bei Finde ich allem. gut. Also Leute, sagt zukünftig nur noch Brechmittel zu Alkohol. Ja, ist es ja faktisch auch. Yes. Gut, dann höre ich hier Musik. Oh, Ja, viel zu au. laut. Oh, die Musik ist so laut, die Leute, die hier bei mir im Bett alle noch schlafen, die werden wach. Scheiße. Aufstehen, wach werden, Podcast ist zu Ende. Aufstehen, Jonas und Luisa und.